Sie sehen ja, dass das Ergebnis etwas anderes bringt, als das die Politiker hier immer präsentieren, so wie der Herr Dr. van der Bellen, der sich das einfach macht, der aus der Vogelperspektive da Belehrungen erteilt, was man da alles geben muss. In einer Demokratie gilt ja letztlich auch noch das Wort des Volkes etwas, und ich bin ein demokratischer Politiker, der zum Unterschied vom Herrn Dr. van der Bellen sich offenbar nicht fürchtet vor dem eigenen Volk. Daher bin ich ja dafür, dass man die Leute fragt, dass man die Leute einbindet, und wir haben daher diese Entscheidung herbeigeführt, und ich bin also überhaupt nicht daran interessiert, dass ein Chef einer Truppe wie der Grünen-Chef von Radaubrüdern und Berufsdemonstrierern, die uns mit ihrer Ausländereienpolitik die Destabilisierung der Gesellschaft bringen, hier Belehrungen über den Rechtsstaat gibt. Und Herr Wolf, Sie sollten auch zur Kenntnis nehmen, dass ich genauso ausreden darf wie der Herr van der Bellen. Sie intervenieren als Berufslinker sozusagen für Ihren Freund. Das Spiel 2 von Wien gegen einen in Kärnten spielen wir jetzt nicht. Ich stelle Ihnen einfach Fragen. Ich beantworte Ihre Fragen so, wie ich sie will und nicht, wie Sie sie vorschreiben. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Ich rede aus und sage Ihnen, es gibt also ein Ergebnis einer Volksbefragung. Das ist eine Orientierung für mich, wie zu verhandeln ist. 48% wollen eine Lösung, die dauerhaft ist. Und 52% lehnen sie ab. 46% der Bevölkerung haben teilgenommen. Daher sollten sich Leute wie van der Bellen einmal überlegen, ob es wirklich so demokratisch ist, zu sagen, das Volk hat nichts zu reden. Wir fahren da drüber als Politiker. Die sollen endlich zur Kenntnis nehmen, dass das so ist. Die Menschen wollen den sozialen Frieden. Und dieser soziale Friede ist...